So Leute, heute ist ein sehr, sehr, sehr besonderer Tag. Und zwar ist heute der Tag, wo wir endgültig unsere eigene GmbH gründen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Notar. Ich glaube, in 5 Minuten haben wir auch schon einen Termin. Deswegen ist gut, sag ich mal, dass wir uns da ja, jetzt ein bisschen beeilen. Dementsprechend kommt einfach mit. Und ich muss ja ehrlich sagen, diese ganze GmbH-Gründung war ein bisschen, wie soll ich sagen, alles so im Alltag, weil das Alltagsgeschäft läuft natürlich weiter. Da kannst du nicht einfach sagen, so, ja, ich mache jetzt nichts anderes mehr, als mich irgendwie mit den ganzen Gründungssachen beschäftigen. Aber gestern hatte ich abends so richtig so diesen Flashback, so, wait a second. So, wir gründen jetzt einfach eine eigene GmbH. Das war crazy, crazy. Deswegen bin ich jetzt echt gespannt auf den Termin, weil man macht immer so voll viele Dinge und dann hast du immer so kurze Zeitspannen beim Duschen oder was auch immer. Und auf einmal merkst du so, oh krass, so diese Sache passiert jetzt wirklich, so for real. Und deswegen, seit langem mal wieder nervös. Und das Schöne ist auch, früher war ich voll schlimm mit zu spät sein. Aber je wichtiger die Termine sind, so desto weniger geht es, dass du zu spät bist und irgendwann trainierst du sie ab. Das ist echt sau praktisch. Leute, heute ist ein pretty, pretty special day. Ihr seht schon, Rechnung und weiter, alles Gold. Weil heute geht es zum Notar. Heute ist endlich der ja, finale Tag, wo wir unsere GmbH gründen. Und in 90 Sekunden ist unser Termin, deswegen gleich geht's los. Wir hatten einen Termin. So Leute, jetzt sitzen wir im Wartezimmer. Das wichtige Buch für heute ist dann GmbH. Oder was bedeutet G? Keine Ahnung, GmbH. Gründungsrecht. Kein Jura studiert. Aber das ist immer so. Was? Selbst sind die Notare noch schlimmer. Selbst sind die Notare noch schlimmer. Weil das ist so ein Punkt, den wir schon festgestellt haben. Also zumindest wir dachten davor, so, gerade so jemand wie ein Steuerberater ist eigentlich immer Punkt, weißt du, dass die so die analytischsten und genauesten sind. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die sind einfach immer zu spät gefühlt. Und dann, jetzt sind wir beim Notar, müssen wieder warten. Ich weiß nicht. Vielleicht sind die aber auch so krass beschäftigt, weißt du, und können das nicht planen, aber spannend. So Leute, wir sind jetzt hier im Wartezimmer, haben uns auch viel Spaß. Ja, also das ewige Bücherregal. Maxi filmt wieder für den Vlog mit. Und da draußen, jetzt habe ich mein Handy verliert. So eine geile Aussicht. Ja, was soll ich hier erzählen? Big Moment. Kann ich anders sagen. Welches Jahr ist denn jetzt? 2019. Ich komme euch darauf klar, dass du immer noch 2019 hast, weil es ist so, ich sag mal, so unendlich viel passiert. Und ich habe ja 2017 erst selbst mein Abi gemacht. Das ist jetzt 2,25 bis 2,5 Jahre her. So, und jetzt sitzen wir beim Notar und kurz eine GmbH. Crazy. Ich habe angefangen mit meinem YouTube-Kanal auf Englisch mit irgendwelchen Videos, die 3 Leute geguckt haben. Und am nächsten Tag 4 und dann 2 und dann 6 und dann 12. Und dann haben alle gesagt, was machst du da für ein Schwachsinn? Und er hat gesagt, studiere vernünftig, habe ich auch gemacht. Ja, aber trotzdem. Ja, dann geht es irgendwie so Schritt für Schritt weiter. Und du checkst, glaube ich, manchmal im Prozess gar nicht, ja, wie schnell, wie weit es eigentlich schon kommt und geht. Ja, hast vor 2,5 Jahren irgendwie so mit deinem Traum angefangen, der natürlich damals nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast. Und bist so deinen Weg gegangen und alle anderen haben gesagt, das macht nicht so viel Sinn oder was macht er da? Und irgendwann sitzt du in einem Wartezimmer von einem Notar und wartest darauf, deine eigene GmbH zu gründen. Das ist crazy. Oder? Was hast du? Welches Gefühl würdest du eigentlich trifft am ersten? Eins. Das ist hart, ne? Ist irgendwie so ein... Ja, du musst erstmal ein passendes Wort treffen. Ist so, ne? Ich glaube, ich finde es ein bisschen wie Weihnachten. Du hast so ein Ding als Mutter, so wenn du dir voll den Stress schiebst. Weißt du, wenn so, okay, oh mein Gott, für das Kind, oh mein Gott, habe ich da für das, oh mein Gott, ich muss jetzt noch die Weihnachtsgans blablabla. So, und dann ist auf einmal Heiligabend, ne, so. Deswegen in dem Sinne, egal was ihr vorhabt, sei das jetzt für euch erstmal ein gutes Abi oder danach irgendwas so, man geht den Weg einfach. So, es ist zwar niemals sicher, dass es funktioniert, ja, auch euer Medizinstudium nicht, vielleicht gerade so, wenn ihr bei uns im Coaching seid, aber ansonsten, wird nie irgendwas sicher sein.
Ja, und auch danach wird nicht sicher sein. Nur der Fakt ist halt der, wenn du halt nicht damit anfängst, woher sollst du es wissen? So, und ja, so, ich will euch natürlich hinsichtlich Abi unterstützen. Und gleichzeitig will ich euch einfach als Person auch einfach ein Riesenvorbild sein, weil ich glaube, es ist halt super wichtig für euch zu verstehen, dass wir in dem Land, in dem wir sind, zu der Zeit, in unserem Alter, so viele Möglichkeiten haben. Einfach alle, alle. Wenn mit 20 eine GmbH gründen, so, wie viele machen sowas? Im Prinzip halt nur diejenigen, die halt angefangen haben, den Weg zu gehen. Und ich sehe halt bei so voll vielen, dass sie halt entweder schon in Bezug auf ihre Noten, in Bezug aufs Abi sagen, boah, nee, traue ich mir nicht zu, meine Eltern sagen, ich soll mich da nicht so reinstressen, oder andere haben das auch nicht geschafft, von denen die schaffen, dachte würden, dass sie es schaffen. Oder auch dann danach, ja, ich mache lieber mal so ein Studium, wo ich mir gerade nicht so sicher bin, ob ich das überhaupt machen will, anstatt mir mal wirklich Gedanken um mich selbst zu machen, was ich wirklich möchte, was ich wirklich möchte. Und dazu kann ich euch einfach nur ermutigen, weil es ist niemals einfacher, den Weg zu gehen, den du gehen möchtest, weil wenn es wirklich dein Weg ist, ist er meistens nicht der Weg der anderen. Und dann wird es immer mehr Reibung, mehr Widerstand geben. Zum einen, weil die Leute dir sagen, hey, mach doch lieber das, was alle machen, weil das ist erprobt oder was auch immer. Und gleichzeitig du aber auch einfach besser bist. It's over. Nein, voll der Schwachsinn, eigentlich hat es gerade erst angefangen. Ne? Nee. Was soll ich sagen? Wir haben eine GmbH gegründet. Glaube ich. Das war das doch, oder? Ja. Krass. Es gibt jetzt eine GmbH mit unserem Namen drauf. Und ja. Hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Aber trotzdem irgendwie alles. Ja, das ist ein krasser Moment. Und ja, ich würde sagen, einfach nur ein weiterer. Das war ein sehr großer. Das ist ein krasser Meilenstein, ne? Aber ne, ein riesen Meilenstein und trotzdem geht's weiter. Ja, auf dem Weg, das Ganze einfach größer zu machen und professioneller zu werden, mehr Menschen zu erreichen. Und ja, das ist für mich immer so ein Moment, wo ich immer so merke, okay, es ist halt irgendwie mehr, also man hat das halt lange immer so alleine gemacht und auch da schon mega vielen Leuten geholfen so. Aber gerade wenn man eine GmbH gegründet hat und dann auch mit Geschäftspartner, mit Mitarbeitern, mit Kunden und all solche Themen, so du merkst, okay, es ist alles nochmal auf einem vollkommen neuen Level. Und das war ja auch schon ein Punkt, den ich euch ja auch schon vor ein paar Tagen in einem anderen Video mitgeben wollte. So, es ist halt, ich bin ja nicht mehr der Leo, der irgendwie da an seinem Schreibtisch sitzt und ein paar Tipps gibt, sondern es ist halt wirklich mehr, es ist jetzt ab jetzt offiziell einfach ein vollwertiges Unternehmen. So wird das Ganze weitergehen. Bin sehr, sehr dankbar. Und ja, schreibt mir gerne irgendwas in die Kommentare. Würde mich interessieren. Was soll ich sagen, Leute? It's done. Unsere GmbH ist finally gegründet. Crazy Moment für uns alle hier gerade. Und Wegmeilenstein. Ich kriege mal noch kurz einen Livestream mal später noch dazu. Danke, Herr. Den Namen dürfen wir nicht sagen, aber danke, Notar. Danke, Notar, für alles. Vielen Dank Ihnen. Gerne, viel Erfolg. Ne? Danke. Tschüss. Tschüss. Also, Leute, ist jetzt offiziell. Wir dürfen den Namen nicht zeigen, aber vielleicht haben wir es jetzt zu verpixeln, sonst muss die Aufnahme rausgenommen werden. Nee, aber wenn es die GmbH gründet, das ist einfach nur verrückt. Das ist ein bisschen so, wie wenn du. Keine Ahnung, ich glaube, wahrscheinlich so, wie wenn ihr euer Abi dann irgendwann mal habt. So, das ist ein, vielleicht jetzt noch, das ist vielleicht noch mal ein Ticken größer, aber so relativ betrachtet. So, du kannst gar nicht so in Worten ausdrücken, was ist oder wie es ist, weil es einfach so viele Dinge gleichzeitig. Und es ist ja nicht nur eine, Sache, die man, sag ich mal, halt irgendwie in den letzten Wochen irgendwie viel dafür gemacht hat oder besprochen hat und so weiter und dann der Prozess abgeschlossen ist. So, das ist einfach eine Sache, vor allem für mich persönlich einfach, wo du vor Jahren schon damit begonnen hast und du dann irgendwann einfach so einen großen Schritt machst, der dann einfach auch für dich, das ist einfach dann für dich selbst auch so, okay, wow, er ist einfach schon richtig, richtig weit gekommen und it's crazy. Weil man peilt einfach nicht, was man da gerade gemacht hat, ne? Also, was haben wir jetzt gemacht? Es gibt jetzt irgend so ein
Ding, wo man Geld reinzahlt und dann. Und dann gibt es da Anteile und dann. What the fuck? Crazy, das heißt, wir steppen jetzt zurück zum Büro. Und dann nehmen Scooter oder whatever. So, jetzt sind wir wieder zurück am Office. An unserer geliebten Ernst-Genoss-Straße 1. Jo. Ich freue mich eigentlich nur darauf, das Namensschild zu ändern. Das heißt alles. Ansonsten ist es wieder alles as usual. Nee, aber es ist ein geiles Gefühl. Deswegen, ja, ich würde sagen, in dem Sinne beenden wir das Video an dieser Stelle. Ich sehe wahrscheinlich gar nichts mehr, nehme ich an. Aber das ist in Ordnung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Für uns ein sehr bewegender Tag im Moment. Vielen Dank für alle, die jetzt auch schon seit vielen Wochen, Monaten und teilweise Jahren dabei sind. Und ja, ich danke euch. Wir sehen uns. Und denkt dran, wir leben es vor. Ich glaube an euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Jetzt weiß ich, wie ich mich fühle. Irgendwas, was mit Geburt zu tun hat, aber bei der Geburt selbst war auch dabei, ne? Junge, es ist wie im Kreißsaal. So, dass wir jemanden 70-Jährigen auf die Welt bringen. Es gibt doch diesen Film, wo die Person alt anfängt und dann immer jünger wird. Johnny Button. Wie ist Benjamin Button. Einfach den Moment genießen, weil ich glaube, so viel Wartezeit beim Notar verbringt man in seinem Leben gar nicht. Was? Ja, mach. Nee, erzähl. Instagram. Erzähl. Wir reden was? Instagram dann mit deinem Geschäftsfahrer. Nee, das ist mir jetzt wichtiger. Ey, ich hab gesagt, keine Ahnung. Was soll ich jetzt sagen? So, ich spreche manchmal undeutlich. Ist als Speaker eigentlich nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Also ich meine, können wir das aus. Ja, wo sei.